Hi zusammen und herzlich willkommen hier zum Wochenabschluss Nummer 2 für den August. Ja, die Zeit vergeht. Meine zweite Urlaubswoche hat begonnen, beziehungsweise wir haben heute Dienstag, den 13.8. Da seht ihr auch dann das Video, heute um 17 Uhr. Und ein paar Tage habe ich noch, oder ja, sagen wir mal eine Woche, ne? Weniger als eine Woche, aber ja. Ein bisschen Unterbrechung habe ich ja immer dabei durch meinen Nebenjob samstags. Das ist aber in Ordnung, weil ich sag mal, das ist ja ein netter Nebenverdienst. Das Geld möchte ich auch gerne haben. Klar könnte ich da auch sagen, dass ich da irgendwie Urlaub mache und nicht kommen kann oder so, aber ich möchte ja gerne das Geld haben. Von daher ist das so schon in Ordnung. Genau, und letzte Woche war eigentlich eine sparsame Woche. Wir hatten zwei Geburtstage. Einmal hatte vergangene Woche Montag meine Schwester Geburtstag und am Donnerstag mein Vater. Da waren wir dann jeweils im Garten, haben gegrillt. Und jetzt kann ich es ja auch sagen, wir haben ja alle zusammengeschmissen und haben für meinen Vater einen Laptop gekauft. Jetzt kein besonderes Ding. Mein Vater macht da nichts anderes als seine Sportseiten gucken und ab und zu mal irgendwelche Online-Spiele spielen. Also hier, was weiß ich, was das ist, keine Ahnung. Hier so Pokern und sowas alles. Alles ohne Geld, aber halt für den Spaß. Und genau, da haben wir ihm dann halt einen Laptop geschenkt, dass er dann halt auch die Möglichkeit hat, ein bisschen beweglicher zu sein und nicht unbedingt dann immer am PC sein muss. So dass er dann ja das vielleicht auch mal mit in den Garten nehmen kann. Deswegen haben wir so eine Folie noch mit dazu geholt, die auf den Bildschirm kommt, die verhindert, dass der Bildschirm so blendet, wenn die Sonne da halt drauf strahlt. Ne, sowas. Genau, und da haben wir ja alle für zusammengeschmissen. Und ich hatte ja 100 Euro gegeben. Und die hatten wir ja schon irgendwann mal rausgezogen oder mal abgezogen. Na genau, und jetzt war es dann endlich soweit und er hat sich auch gefreut und das ist natürlich schön. Na genau. Und ansonsten hatte ich letzte Woche auch noch, wenn ich Urlaub habe, mache ich das immer so, dass ich so meine Vorsorgetermine oder meine Termine halt bei Ärzten, die man halt so macht, ne? So Zahnarzt, Vorsorge, Frauenarzt, Vorsorge, die hatte ich letzte Woche. Da habe ich dann beim Zahnarzt auch wieder die Zahnreinigung machen lassen und den Betrag auch schon von der Versicherung wiederbekommen. Das geht immer ganz schnell. Und dementsprechend dann auch überwiesen. Das heißt, da brauche ich keine Kosten irgendwie aufschreiben, noch nicht mal irgendwie einen Spend-Tag draus machen, weil das einfach plus minus null war. Also irgendwie so ein durchlaufender Posten halt. Genau, und ansonsten habe ich jetzt morgen nochmal einen Termin beim Hals-Nasen-Ohrenarzt, auch einfach nur mal zur Kontrolle. Ja, und so. Ja, geht der Urlaub halt einfach irgendwie rum, ne? Ich habe jede Menge Papierkram zu erledigen gehabt. Ich habe mein Girokonto jetzt gewechselt. Ich habe die ganze Zeit, benutze ich ja, oder hab, ich hab ja Tagesgeldkonten. Und die habe ich ja jetzt nicht bei meiner Hausbank, die habe ich jetzt verteilt, da wo es halt immer mal Zinsen oder die guten Zinsen gab. Und so konnte man natürlich auch immer die jeweiligen Banken auch irgendwie ausprobieren. Das ist ja auch irgendwo der Sinn der Sache, ne? Dass man die Möglichkeit hat oder dass man so oder dass so die Banken ja auch versuchen, irgendwie Kunden zu gewinnen. Ne? Durch solche Möglichkeiten da Tagesgeld anzulegen oder irgendwie was für ganz gute Zinsen, hoffen die ja immer, dass die Leute dann auch irgendwie da bleiben oder zumindest ihr Geld da anlegen. Wie auch immer. Ja, und so habe ich die Möglichkeit gehabt, die eine oder andere Bank halt auch appmäßig zu testen und zu gucken, wie die halt funktionieren und alles. Und da hat mir eigentlich die ganze Zeit die ING DiBa total gut gefallen. Und jetzt habe ich dann den Entschluss gefasst, die ING DiBa zu meiner Hausbank zu machen. Sprich, ich habe jetzt alles so weit in die Wege geleitet, dass das ab dem 1.9. hoffentlich dann reibungslos funktioniert. Und werde dann mein Konto bei meiner Hausbank dann entsprechend kündigen und das dann alles über die Ingdiba laufen lassen. Ich finde das da halt nicht schlecht, ist halt eine Online-Bank. Man kann halt alles mit einem Klick machen, man muss eigentlich so gut wie gar nichts irgendwie sonderlich schriftlich einreichen, was bei meiner jetzigen Bank halt noch ein bisschen anders ist. Und
Ja, dann hat man da die Möglichkeit auch, ja, einfach verschiedene, ich weiß nicht, so Kleinigkeiten, die mir einfach gefallen. Man kann seine Konten umbenennen. Ne? So, jetzt habe ich ein Tagesgeldkonto umbenannt in Katzen zum Beispiel, ne? So, dass man da halt einfach so sein Geld, ohne nachdenken zu müssen, welches Konto das jetzt ist, vernünftig halt verwalten kann. Ist halt so eine Spielerei, aber ich finde es gut. Ist halt nicht so ein starres System und ansonsten hat mir das ein oder andere da auch sehr gut gefallen, was so die Produkte betrifft. Und genau, von daher läuft das jetzt. Und da hat man natürlich auch mal ein bisschen was mit zu tun. Ich habe jetzt, wie ihr vielleicht wisst, so aus ihr kennt ja meine Bücher oder meine Finanzen, nicht so viele Verbindlichkeiten, die ich jetzt ändern musste. Aber ja, es ist halt schon, man muss halt gucken, ne? Vor allem, was ändert man zu wann? Na, dass da jetzt keine Überschneidungen stattfinden, dass, weiß ich nicht, man nicht womöglich dann noch mit einem Konto irgendwie ins Minus rauscht, nur weil man da zu schnell dann schon das Geld abgezogen hat, wie auch immer. Na, da muss man immer ganz individuell gucken. Aber ich habe das jetzt soweit hoffentlich alles vernünftig in die Wege geleitet. Ja, das war so meine Woche, oder sind jetzt im Moment so laufen so die Tage. Ja, wie gesagt, morgen nochmal ein Arzttermin und dann am Freitag haben wir dann geplant, meine Schwester und ich dann mit den Kindern den Ausflug endlich mal zu machen. Wir haben uns dann jetzt für den Kettlerhof entschieden. Wir hatten ja ein paar Sachen zur Auswahl. Auch in den Kommentaren wurde mal das ein oder andere vorgeschlagen, unter anderem auch das Irland zum Beispiel. Da waren die jetzt kürzlich aber erst und im Kettlerhof war ich einmal mit meiner Nichte, und das ist jetzt schon, wir hatten das letzte Mal nachgeguckt, 4 Jahre her, also richtig lange, da war sie erst 5. Das hatte ich gar nicht so in Erinnerung, dass sie da noch so jung war. Und mein Neffe war da noch gar nicht, weil zu dem Zeitpunkt, vor 4 Jahren, war der gerade mal ein Jahr alt. Ne? Und da war der noch zu klein. Genau, und deswegen, ja, freue ich mich da auf jeden Fall drauf. Laut Wetterbericht ist das Wetter am Freitag. Oh, muss der Nala mal eben ein bisschen Geld wegnehmen, sonst ist es gleich hinterm Schreibtisch. Genau, am Freitag sollen 26 Grad sein und bewölkt. Na komm los. Ah, ich muss immer einmal, sag mal Hallo. Sag mal Hallo zu allen. So. Einmal die Katze wieder entfernt. Das geht leider nicht anders, weil ich habe hier alles Mögliche jetzt schon stehen und vorbereitet. Und wenn sie mir das jetzt runterschmeißt, ja, wäre das nicht so gut. Unter anderem ein Glas Wasser. Ja, nee, auf jeden Fall sollen am Freitag 26 Grad werden und bewölkt, was vollkommen in Ordnung ist. Hauptsache es regnet nicht. Und ja, heute und gestern haben wir es extrem heiß. Heute ist 33 Grad, gestern waren sogar 36 Grad. Und ich sag mal, bei so einem Wetter in einem Park rumlaufen, haben meine Schwester und ich gesagt, nee, das wäre einfach too much. Und von daher haben wir uns dafür den Freitag entschieden, weil das halt der Tag gewesen ist, wo es halt bei uns allen irgendwie funktioniert. Ja, ich bin gespannt, ob das Wetter uns hoffentlich nicht einen Strich durch die Rechnung macht, dass es irgendwie doch regnet. Wenn es jetzt ein bisschen regnet, ist, ja, ich weiß nicht, dann kann man ja auch nichts benutzen, ne, die Kinder. Wenn es jetzt irgendwie regnet und da, keine Ahnung, auf irgendwelchen Klettergerüsten oder Rutschen, ist halt auch blöd, ne? Ja, gucken wir mal, Daumen sind gedrückt, dass das Wetter am Freitag gut ist. Ja, und dann haben wir am Samstag hier nochmal einen Grillen. Wenn ich irgendwann nachmittags, wenn ich vom Putzen wieder da bin. Ja, und dann ist auch schon Sonntag und dann Montag und dann geht's wieder los mit der Arbeit. Ne? Dann sind die 2 Wochen rum und der nächste Urlaub ist dann erst im Dezember. Und da darf ich nicht dran denken, weil das ist übel. Das ist übel, wenn ich dran denke. Nein, das ist echt eine lange Zeit. Naja. Aber was sage ich immer, es nützt ja nichts. Ne? Und von daher, glaube ich, habe ich euch jetzt alles erzählt, was ich euch erzählen kann. Wenn ich was vergessen habe, dann kommt es am Donnerstag mit ins Video rein. Da machen wir nämlich dann schon die Gestaltung für den September. Soweit ist es schon wieder. Weil in der Woche darauf dann wahrscheinlich auch wieder die Budgetplanung ansteht. Und deswegen würde ich sagen, starten wir doch jetzt einmal mit dem Wochenabschluss. In der gewohnten Ansicht tragen wir meine Ausgaben ein. Eine kleine zusätzliche Einnahme hatte ich auch, die
Habe ich hier gerade schon mal kurz durch die Kamera getragen, damit die Nala das nicht unter den Schreibtisch wirft. Und ja, dann sage ich mal bis gleich. Hallo ihr Lieben, hi und herzlich willkommen hier zum Wochenabschluss Nummer 2 für den Monat August. Da sind wir wieder in der gewohnten Ansicht. Ich mache mal ein bisschen Platz. Und wir schauen uns doch mal an, was ich denn jetzt in der Woche fabriziert habe. Denn das war eigentlich überhaupt nicht viel. Eine Sache ärgert mich. Da erzähle ich euch gleich mehr dazu. Ich weiß nicht, ob es an der Hitze liegt oder an dem Urlaubsgemüt oder sonst irgendwas, aber wir kommen mal direkt zur Ausgabe Lebensmittel. Da war ich jetzt am Samstag einkaufen bei Kaufland, wie immer, und habe ausgegeben 41,18 Euro. Das ist jetzt gar nicht das, was mich so ärgert. Das werde ich jetzt in den nächsten Wochen wieder irgendwie rausholen. Was mich aber ärgert, ist, dass ich auch Dinge gekauft habe für den Vorrat und die aber nicht extra bezahlt habe. Ich war irgendwie, ich weiß auch nicht, ich wollte schnell aus dem Laden wieder raus. Mir war warm, es war irgendwie alles so, ja, ich wollte einfach wieder weg. Ne? Und normal hätte ich die Waren jetzt trennen müssen, hätte das ja dann extra bezahlen müssen, vom Vorratsbudget abziehen müssen, weil das habe ich ja immer bar in der Tasche. Das heißt, das hinterher auseinander zu dividieren, bringt mir auch nichts, weil ich gehe jetzt nicht hin und zahle dann 5 Euro aufs Konto ein oder irgendwie sowas. Ne? Ich meine, am Ende habe ich mir gedacht, nun gut, mein Gott, na, dann ist das jetzt so. Aber es ärgert mich schon ein bisschen, weil dann wäre der Betrag wesentlich geringer gewesen und ich hätte dann hier die Vorratsausgabe gehabt, weil es nun mal halt auch ein Vorrat war. Ne? Und ich weiß jetzt nicht, wie viel Geld das ausgemacht hat. Ich habe es dann jetzt auch nicht mehr ausgerechnet. Aber ich glaube, also ich schätze mal, es wären so zwischen 5 und 10 Euro wären es vielleicht schon gewesen. Ne? Naja, egal, dann ist das jetzt so. Dementsprechend hatte ich hier keine Vorratsausgabe, weil ich, ja, irgendwie, keine Ahnung. Wie gesagt, im Nachhinein ärgert mich das jetzt, aber gut, kann man nur wieder besser machen. Aber es war auch so voll und irgendwie, keine Ahnung, ich hatte Hunger und ich wollte irgendwie einfach nur raus. Naja, hat man vielleicht auch manchmal, ne? So, somit habe ich jetzt übrig 98,95 Euro für noch 3 Wochen. Der nächste Einkauf wird mein Einkauf sein, bevor die Arbeit wieder losgeht. Das heißt, da brauche ich auch noch mal wieder alles, was ich so brauche, wenn ich halt wieder arbeiten gehe. Da bin ich dann auch mal gespannt. Ja, mal gucken, wie sich das ausgeht. Also ich muss auf jeden Fall gucken, dass ich mich an das Budget halte. Natürlich, wie immer. So, Taschengeld hatte ich keine Ausgabe. Also sind da auch noch 50 Euro in meinem Portemonnaie. Dann, oder ja, in der letzten Woche. Ne? Ich hatte jetzt gestern eine Taschengeldausgabe. Die geht aber erst wieder in den nächsten Wochenabschluss mit rein, von daher. So. Online-Einkäufe hatte ich nichts. Natürlich haben wir ja auch 0 Euro. DM war ich auch nicht nochmal gewesen. Weiß ich nicht, ob das diesen Monat nochmal nötig wird. Kann gut sein. Und wenn es dann auch noch irgendwie. Aber mal sehen, mal schauen. Ich wüsste jetzt nichts. So, Ausgabenspartöpfe. Da war ich dran am Gesundheitsumschlag. Weil ich brauchte wieder ein neues Rezept und das hat mich gekostet 50 Euro. Ach so, ich habe hier die Striche, glaube ich, falsch gemacht, ne? Ja, normal gehören da gar keine hin. Deswegen bin ich jetzt etwas verwirrt gewesen. Machen wir die mal weg. So, da habe ich 50 Euro ausgegeben. Wie habe ich das hier immer? Einfach so. Okay. So, ich glaube, das müssen wir auch noch eintragen. Wenn ihr irgendwas im Hintergrund hört, meine Waschmaschine schleudert. Wahrscheinlich ist er auch gleich fertig und dann hört er wieder den beliebten Samsung-Waschmaschinenton. Genau, wann hatte ich denn die Ausgabe? Am 5.8. war ich beim Arzt.
Minus 50. Ach so. Ach, Leute, ich habe das doch schon. Ach, man muss auch gucken, ne? Ich wollte gerade sagen, da irgendwas passt doch da nicht. Aber das habe ich ja schon vermerkt. Habe ich dann wahrscheinlich beim Cash-Stuffing gemacht, damit ich hier vernünftig planen kann. Also eigentlich müssten jetzt 100 Euro drin sein. Sollen wir eben nochmal gucken. Ja, das passt. Ja, nee, dann ist gut. Dann habe ich es ja doch vermerkt. Ich hätte jetzt schwören können, ich habe es nicht vermerkt. Gut. Das ist doch schön. So, dann sind wir mit dem fertig, weil mehr Ausgaben hatte ich jetzt auch nicht. Jetzt haben wir noch eine zusätzliche Einnahme. Ja, die 10 Euro hat meine Oma mir zugesteckt. Voll süß. Ich habe sie halt nach Hause gefahren. Ja, und irgendwie musste sie mir dann immer Geld in die Hand drücken. Und ich sage ihr immer, Oma, der Sprit wird durch die Firma bezahlt. Ich habe dadurch jetzt nichts. Ne? Und selbst wenn, das wären jetzt keine 10 Euro. Ja, aber nun gut, ihr wisst, wie das ist. Ne? Wenn die Oma einem Geld geben möchte, dann tut sie das. Da hat man dann keine, ja, keine Chance. So, und die 10 Euro, die möchte ich gerne hier direkt in eine Challenge reinpacken. Ich glaube, das mache ich dann auch in die 10-Euro-Challenge direkt rein. Dann ist das nämlich auch weg. So, den hat sie mir gegeben. Am 8.8. Aber ist ja auch blöd, ne? Warum soll ich das jetzt machen? Ich trage den Tag heute ein. Ich packe es ja heute hier rein, ne? So. Und dann streiche ich das jetzt hier noch mal ab. Und wieder einer mehr. So, dann ist auch das verpackt. Schön. Ja, was soll ich euch sagen? Dann sind wir durch, ne? Also eigentlich eine übelst sparsame Woche, muss man wirklich sagen. Klar, das hier muss sein. Das kann ich nicht ändern. Das ist halt für die Pille, die ich nehme. Und das zahle ich dann halt alle 6 Monate. Ja, das, wie gesagt, ärgert mich ein bisschen, aber wirklich drauf, ja, drauf geschissen. Ich sag's jetzt, wie es ist, dann ist es jetzt so. Da werde ich in 3 Wochen auch nicht mehr dran denken. Okay, in 3 Wochen vielleicht schon. Nächsten Monat denke ich da nicht mehr dran. So. Und beim nächsten Mal wird es besser gemacht. Ja, ansonsten war es das. Wie gesagt, am Donnerstag gestalten wir hier einmal schön den nächsten Monat. Man glaubt es kaum. Ich mache ja immer die Gestaltung immer Mitte des Monats. Mitte des laufenden Monats und denkt mir dann immer so, ach, ist das nicht zu früh irgendwie schon? Aber andersrum, es sind ja dann nur noch ja 2 bzw. 2,5 Wochen und dann ist schon wieder der neue Monat da, ne? Also ja, es ist wie es ist und wenn es nach mir geht, Leute, würde ich direkt das ganze Jahr planen, ne? Oder hier gestalten zumindest, nicht planen, das geht ja nicht, ne? Aber zumindest gestalten, weil das ist echt immer schön. Tja. Dann sind wir durch. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wie immer. Wenn ihr gerne zuschaut, meinen Kanal aber bisher noch nicht abonniert habt, würde mich das natürlich sehr freuen, wenn ihr dann einmal jetzt im Abspann auf den Abo-Button klickt. Ansonsten freut mich auch jedes Like, was ihr mir gebt, wenn euch das Video gefallen hat, natürlich. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie eure Woche gelaufen ist. Das interessiert mich natürlich auch immer wirklich sehr. Und ja, ansonsten hoffe ich, dass ihr mit dem Wetter klarkommt, mit dem warmen Wetter, wenn es bei euch auch so warm ist. Bleibt gesund, alles Gute für euch. Tschüss, ihr Lieben. Ciao.